And welcome back, folks. Welcome back to Let's Play Broken Sword, The Shadow of the Templars. We are in the cave again, where we met the killer, Khan. And today I want to show you what happens if you, well, make the wrong decisions. Also denn, wo fangen wir an? Mit dem Versuch, gute Freunde zu werden und alle Waffen wegzupacken. Klausner, wissen Sie, wo ist? Okay, instead of going with the honest option, we will now go with the devilish option. Klausner? Wer zur Hölle ist Klausner? Ich bin seiner Spur hierher gefolgt, wie Sie auch, vermute ich. Ich habe noch nie von einem Klausner gehört. Ich habe einfach nach Fremden gefragt und hatte Glück. Glück ist ein Gut, das bei Ihnen im Moment etwas knapp ist, Mr. Stobbart. Ich habe Sie beobachtet, seit Sie im Marib angekommen sind. Wirklich? Ich habe Sie gar nicht bemerkt. Genau das meine ich. Sie wissen nicht, wie viel ich weiß. Bitte bedenken Sie das, wenn Sie meine nächsten Fragen beantworten. Also, wo ist Klausner? Okay, if we were to lie to him again, he would just immediately shoot us. So let us be honest this time. Okay, ja, ist tot. Liegt direkt um die Ecke in der Höhle. Wollen Sie nachschauen? Ich glaube Ihnen das einfach. Wie ist gestorben? Verhungert oder verdurstet, so wie es aussieht. Ging in diese Falle, von der Sie da rumgebrüllt haben? Hatte ich mir schon gedacht. Die Tempelritter gehören nicht zu den Menschen, deren Geheimnissen man leicht auf die Spur kommt. Hatte etwas Wichtiges bei sich? Let us lie again. Nein, nichts. Warum ist dieser Ort dann so wichtig? Was haben die Tempelritter hier versteckt, wenn nicht einen Artefakt? Let's lie again a second time. Naja, da war noch was, aber das können Sie kaum mitnehmen. Ja? Was denn? Eine Schatzkarte. Das X zeigt an, wo der Zaster liegt. Also kommen Sie. Glauben Sie wirklich, dass ich Ihnen das abkaufe? Okay, okay. Naja, da um die Ecke stand irgendwas auf Lateinisch an der Wand. Latein? Wissen Sie noch, was da stand, Mr. Stobbart? In Occidenta sita est in ora mundi. Ah, die Worte Cäsars. Ja, das ist logisch. Also ich weiß, dass es grob übersetzt etwa so viel heißt wie im Westen am Rande der Welt. Aber was zur Hölle bedeutet das? Es verrät mir, wo das Schwert von Baphomet ruht. Mr. Stobbart, ich bin sicher, dass Sie genau das sind, was Sie zu sein scheinen. Ein begabter Amateur. Danke, glaube ich. Aber ich kann Ihre Einmischung nicht länger hinnehmen. Es steht weit mehr auf dem Spiel, als Sie ahnen. Was haben Sie also vor? Zu meinem Bedauern müssen wir das Ganze hier und jetzt beenden. Ihre einzige Wahl ist jetzt noch, ob Sie wie ein Mann sterben wollen oder wie ein Hund. Okay, as you saw, it doesn't matter how often you lie, as long as you don't lie. Give unfaithful answers to the first two questions. Okay, now we have again the choice whether we are going to be honorable or trying to cheat our way out of this situation. Let's go with the cheating option. Hey, warten Sie mal, Sie können mich doch nicht umbringen. Ich habe Geld. Vielleicht können wir uns irgendwie einigen. Sie enttäuschen mich. Yeah. And then that happens. Okay, and when we'll come back, folks, yeah, we shall try not to die, I guess. So until next time, folks, until then.